Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Heute geht es um den zweiten Band der VIP-Reihe von Kristen Kellyann, Idol, gib mir dein Herz, ist im Lux Verlag für 12,90 € erschienen. Das Ganze hat 448 Seiten und diese Liebesgeschichte konnte mich wirklich von Anfang bis Ende total begeistern. Die Charaktere waren toll, der Schreibstil war toll. Sehr viel Witz auch in der Geschichte. Und ja, es geht hier um Sophie Darling. Sie ist auf dem Weg nach London zu einem Vorstellungsgespräch und erfährt dann im Flugzeug, dass sie höher gestuft wurde. Sie darf in der ersten Klasse fliegen. Freut sie sich natürlich sehr drüber. Nur ihr Nachbar, ihr Sitznachbar, freut sich gar nicht, denn er bucht eigentlich immer zwei Plätze nebeneinander, damit er keinen neben sich sitzen hat. Ja, aber auch wie die beiden sich dann vorstellen, einfach total witzig. Möchte ich jetzt gar nicht vorgreifen, aber da bekommen die beiden auch ihren Spitznamen für den Rest des Buches weg. Sophie ist halt wirklich so ein Wirbelwind, die auch sagt, was sie denkt und ja, er ist eigentlich so ein Typ, der mehr so ein Außenseiter-Typ, der gar nicht viel mit seinen Mitmenschen zu tun haben möchte. Und ja, wie die beiden dann aufeinander knallen, wirklich, so kann man das nennen, hat mir einfach sehr gut gefallen. Ich habe das richtig genossen, das Lesen. Es hat mir auch noch besser gefallen als der erste Teil. Da ging es nämlich um das eine Bandmitglied und hier geht es halt um den Manager. Gabriel Scott ist der Manager der Rockband Killjohn und die beiden bemerken dann halt auch, dass ja, dass er eventuell auch ihr neuer Chef wird. Denn wenn sie dieses Vorstellungsgespräch schafft, würde sie auch für die Band arbeiten. Und ja, mir hat es einfach wahnsinnig gut gefallen. Das Setting, die Charaktere und die Romantik dabei. Und wer nicht so gerne Erotik liest, der kann es eigentlich trotzdem lesen, denn die Erotik kommt erst im letzten Drittel auf. Also das ist jetzt nicht übers ganze Buch, wer weiß wie erotisch. Also ich fand, es kann man wirklich als Liebesgeschichte sehen. Und ja. Mir hat's, ja, wie soll ich sagen, noch viel besser als der erste Teil gefallen und deswegen hat das Buch auch 5 Sterne von mir bekommen und die Reihe möchte ich auf jeden Fall weiterlesen und auch noch viel mehr von der Autorin. Von ihr habe ich nämlich auch noch die Game On-Reihe auf meinem Sub und ich meine, sie hatte auch noch irgendwie so eine Rockstar-Reihe. Da habe ich auch den ersten Teil noch auf meinem Sub. Ja, das war's zu meiner Rezension schon. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich über eure Kommentare. Ob ihr schon was von Kristen Kellyann. Nee, stimmt. Jetzt fällt es mir ein. Die Rockstar-Reihe ist von Kylie Scott. Ich bringe hier schon was durcheinander. Nee, von dieser Autorin ist halt Game On. Das möchte ich auch auf jeden Fall noch lesen. Ja, ich finde hier immer mehr Gefallen an den Lux-Büchern, muss ich sagen. Und ja, also ich kann es wirklich empfehlen. Ich verlinke es euch in der Infobox, wenn ihr euch das mal näher anschauen wollt. Der dritte Teil erscheint, meine ich, erst im Juni. Und ich werde die Reihe auf jeden Fall fortsetzen. Und ja, das soll es von mir gewesen sein. Wie gesagt, schreibt mir doch mal, ob ihr was von der Autorin schon gelesen habt und ob ihr dieses lesen wollt oder ob ihr die Reihe auch schon angefangen habt. Alles rein in die Kommentare. Ich freue mich da sehr drüber und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!